Ja, ist schon echt atemberaubend. 3300 Meter hoch und dann eine riesen Rauchsäule, also bestimmt einen Kilometer. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr seht es schon, hier hinten wird gerade die Luft abgelassen vom Jeep. Wir sind heute unterwegs auf Sizilien derzeit und hier in diesem Park werden wir jetzt gleich mal ein bisschen Offroad unterwegs sein. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt auf jeden Fall dabei. Los geht's! Momentan sind wir jetzt schon mal hier auf der ersten Spurgerade, die uns eigentlich so in den Park reinbringt. Wir haben ja jetzt gerade noch die Luft abgelassen und war auch schon ganz gut, weil es doch schon ziemlich holprig hier ist. Also hier soll es alles Mögliche geben, was das Offroader-Herz begehrt. Mit Wasserdurchfahrten und ja, mit allen möglichen, halt mit Matschspuren und Steinen und allem drum und dran, was so dazu gehört. Wir sind echt gespannt. Wir waren gestern Abend schon mal ganz kurz hier und haben uns das schon mal angeschaut. Das war schon echt faszinierend. Also, jetzt fahren wir erstmal hier runter und dann schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt. Vielleicht wollen wir dann später echt noch beim Ätna vorbeifahren. Der ist ja, wie gesagt, schon momentan aktiv und raucht wie Sau. Man sieht ihn jetzt gerade ein bisschen sogar. Allerdings ist er ziemlich in den Wolken. Da oben sieht man ihn ein bisschen rausdampfen. Und ja, schauen wir mal, ob wir überhaupt hochkommen würden. Das stellt sich dann alles raus. Aber jetzt fahren wir erst einmal hier die Wege entlang und schauen mal, wo wir da rauskommen. Also wir haben vor, eigentlich den ganzen Tag unterwegs zu sein. Und ja, Spaß zu haben. Bin ich gerade mal ausgestiegen. Also wir fahren hier gerade so eine, ja, mehr oder weniger Schotter-Felsenpiste runter. Geht jetzt hier hinten weiter. Aber was ich euch eigentlich zeigen wollte, da hinten ist Mordor und die Kessel laufen. Nee, Wahnsinn. Also der Ätna ist ja momentan aktiv und das ist echt brutal. Das ist ein Schauspiel, das sieht man wahrscheinlich nur einmal im Leben, wenn man nicht hier wohnt. Schon echt heftig. Ja, ihr seht es selber, oben auf dem Ätna ist ziemlich viel Schnee. Wir werden mal versuchen, ob man dann überhaupt hochfahren kann. Also vermutlich haben die wahrscheinlich auch sogar die Hauptstraßen hochgesperrt. Wir werden aber trotzdem mal schauen, ob es dann irgendwie möglich ist. Weil kann ja durchaus sein, dass man irgendwie hochkommt. Aber jetzt werden wir erst einmal hier noch den restlichen Tag eigentlich im Park verbringen. Und werden schauen, wo wir hier noch überall hinkommen. Genau, da gibt es noch so einen kleinen See, den wollen wir uns anschauen. Und ja, im Laufe des Tages werden wir dann Richtung Ätna vorstoßen, sag ich jetzt mal, und dann versuchen mal nach oben zu kommen. Vielleicht klappt, wäre ja cool. Wir sind noch.
jetzt auch nicht gesehen. Der kam überraschend. Wow. Auf den Knie. Sollen wir hier Brotzeit machen? Ja, gehen wir. Weil da hinten, ach, da geht's im Wald rein. Wie nice ist das denn? So, wir sind jetzt gerade mal rangefahren und wollen mal ein bisschen Mittagspause machen. Aber es ist Wahnsinn, ihr müsst euch das mal anschauen. Hier rundherum einfach nur Natur. Natur pur. Es ist echt absolut faszinierend, richtig schön. Da hinten geht es jetzt dann gleich wieder im Wald. Wir sind jetzt hier gerade praktisch auf so einem Kamm von einem Berg. Hier mit Blick auf den Ätna natürlich. Den sieht man ja fast von überall momentan. Ja, hier haben wir jetzt geparkt. Und jetzt werden wir erstmal schnell was essen. Und dann wird es weitergehen und dann hoffentlich kommen wir echt bald langsam zum See. Das sage ich schon das 10. Mal. Aber wir fahren dahin auf jeden Fall. Ja, den Mulli. Oh, die ist aber schön. Ja. Kannst du fast Brille sehen? Ja, oder? Jetzt hier auf dieser Waldpassage. Wir müssten jetzt eigentlich dann ziemlich bald ganz oben sein. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir von da aus nämlich zu dem See kommen. Der muss nämlich jetzt hier auch ziemlich in der Nähe sein. Und dann springen wir erstmal rein. Nee, natürlich nicht. Wir haben ja auch Dezember, ist es ja auch kalt. Hier rechts und links läuft nämlich so ein Zaun entlang. Und ja, da sieht man mal wieder einen Ätna hinten durch. Aber scheinbar ist das hier so ein Fahrweg, den man befahren darf. Und da unten ist halt wahrscheinlich wieder irgendwas Privates. Darf man halt dann nicht fahren. Aber wir sind schon echt sehr flexibel hier in dem Park. Also wir haben jetzt schon einiges erlebt. Ne? Mit Felsen und Wasser, also wie wir es am Anfang halt eben gesagt haben. Schau mal, noch so eine richtig schöne Matschpassage wäre mal nicht schlecht. Aber die finden wir schon noch. Ich auch nicht. Totenstille hier oben. Richtig schön. Wir stehen gerade hier mit dem Auto an einem ehemaligen Feuerwachturm. Hannes ist schon oben. Also die Türme gibt es hier überall auf der Insel verteilt. Die ja, saßen halt welche drin, die aufgepasst haben, dass es nicht zum Brennen anfängt. Allerdings der hier drin hockt, der hat scheinbar geschlafen. Weil das ist nicht zu übersehen. Und? Sehr geil. Ja, ist jetzt da noch was drin? Nee, oder? Ja, okay, also hier war scheinbar echt schon länger keiner mehr. Haben wir gleich noch ein Lost Place mit dabei? Nicht schlecht. Ja, und so schaut es dann aus. Aus dem Feuerwachturm, wenn es brennt. Wahnsinn. Aber hast auf jeden Fall echt eine gute Aussicht hier. Schon mal kannst du rundherum gucken. In alle Richtungen. Hier, der Hannes hat gerade wieder einen Knochen gefunden. Und hat, der muss gleich mal den Jeep dekorieren. Zwei Hagebutten als rote Augen. Alles klar, das ist aber ein Beckenknochen oder irgendwas. Ja, wir sind immer noch hier beim Feuerwachturm. Aber wir werden jetzt weiterfahren. Auch wenn es richtig schön ist. Thank you.
Hier ist der Busch. Mäh. Mäh. So. Ich konnte leider nicht auf Italienisch, tut mir leid. Aber es braucht keiner da, der irgendwie aufpasst. Il me! Il me! Jetzt erzähl mal, was wir da machen. Ja, wir fahren gerade im Nebrodi-Park. Offroad auf 1600 Meter. Obwohl, jetzt sind wir schon wieder runtergefahren. Achtung, ich zeig's euch mal. 1000, wenn der Manuel nicht so brutal fandet, 1533 sind wir, befinden wir uns gerade. Wir sind jetzt mittlerweile fast neben dem See. Wir fahren jetzt hier Querfeld ein, sind dann an Ziegen und Pferden und allen möglichen dran vorbeigefahren. Und ja, jetzt sind wir gleich dann unten. Unten am See werden wir uns dann wahrscheinlich erst einmal einen kleinen Kaffee kaufen. Oh ja. Das hört sich gut. Jetzt schaut es wieder ziemlich matschig aus. Also. Mal schauen, bin gespannt. Schau mal, da geht es doch eine Abkürzung zum See, oder nicht? Da ist auch ein Weg. Ja, komm, da fahren wir doch jetzt gut. Achso, dann fahren wir doch. Okay. Oder? Fahren wir doch den. Einfach querfeld ein über Stock und Stein. Fährt das kleine Emanuelein. Achtung, da geht's runter. Naja, es geht schon. Scheiß dir nichts, da fällt dir nichts. Ja, die hast du jetzt wieder ausgelassen. Oh, Scheiß. Auf. Geil. Du fährst den Drift erst, oder? Ja. Sag mal, hast du heute schon was getrunken, oder was? Una, du, ein Bier, du Matschi. Ach, Alter. Schwede. Wir haben jetzt einen kleinen Waffen, da wissen wir mal warum. Ja. Ja, genau, da geht's aus. Panorama. Kannst du jetzt da rechts weiterfahren? Ja. Aber wir fahren jetzt links. Jetzt sonst gehen wir nicht zum See. Oh ja. Wieder saubere Lettenleute. Letten heißt auf Bayerisch Scheißdreck. Mhm. Dann stehe ich da und wirst nicht um mich rein. So, jetzt Einsatz für Johannes. Ich muss erst mal raus hier. Und dann war er auch gleich weg. Dann ging gleich mal wieder runter. So typische. Ja, also da liegt jetzt ein bisschen der Stacheldrahtzaun im Weg. Den räumen wir jetzt erstmal auf die Seite. Damit ich durchfahren kann. Natürlich hat er seine Tür wieder. Wieder mal hängt die Tür im Gurt drin. Beziehungsweise der Gurt in der Tür und somit geht die Tür mal wieder nicht zu. Jetzt schon dreimal passiert. Aber er lernt es nie. Und schau, was schon wieder ist. Der Gurt hängt in der Tür. War es da ein bisschen tief einmal, oder? Ja, da ging es leicht nach unten. Nein, leicht nach unten. Ja. Mm-hmm.
glaubt es kaum, wir sind angekommen. Hier haben wir gerade noch mal eine gratis Unterbodenwäsche im See bekommen. Und da ist er. Wunderschön. Echt super. Wir werden uns jetzt erst einmal einen Kaffee kochen. Sonne scheint. Sind noch irgendwo Wanderer unterwegs, also wir haben gerade schon jemanden gehört. Ja, von denen lassen wir uns jetzt nicht stören. Wir werden uns jetzt ganz gemütlich einen Kaffee kochen.